Hallöchen liebe Freunde und willkommen beim Digitalfuchs. In diesem Video möchte ich einmal die Oyster Perpetual 41 gegen die Tissot Pair X antreten lassen. Ihr werdet euch jetzt vielleicht erstmal im ersten Moment fragen, wieso? Eigentlich haben diese Uhren ja nichts miteinander gemeinsam. Die eine ist sehr, sehr teuer und nicht zu bekommen, die andere ist super günstig und auch mega begehrt. Also beide Uhren sind ziemlich gehypt und vielleicht funktioniert die eine ja als Ersatz für die andere, als Alternative, keine Ahnung. Ich wollte einfach die Uhren mal miteinander vergleichen. Ich finde irgendwo, ja, das ist nicht unbedingt Ähnlichkeit, aber irgendwo haben die Uhren doch was ein bisschen gemeinsam, was man doch miteinander vergleichen könnte. Schauen wir uns zuerst mal das Ziffernblatt an. Das ist bei beiden schwarz. Bei dem hier wirkt es irgendwie, also bei der Oyster Perpetual wirkt es irgendwie ein bisschen tiefschwarzer, ein bisschen satter. Und bei der Tissot wirkt es ein bisschen matter, irgendwie so auf den ersten Blick irgendwie. Beide haben diese Strichindizes, finde ich schon mal sehr, sehr gut. Die eine hier ist Automatik, das ist natürlich klar. Und die hier ist die Quarzvariante, das erkennt man am Ziffernblatt, weil die andere so eine Waffelstruktur hat quasi. So, diese hier kostet Liste 5.500 Euro. Ihr könnt es vielleicht schaffen, euch auf eine Warteliste zu setzen, aber irgendwie wirkt das Ganze nicht so, als ob ihr die demnächst bekommen würdet. So, deswegen, die nächste gehypte Uhr, die Tissot, die kann man einfach bestellen. Kostet 350 Euro bei Tissot direkt oder irgendwo bei einem Konzi mit einem kleinen Rabatt. Und ja, man kann sie direkt tragen und Spaß haben. Wir schauen uns das Ganze mal von der Gehäuseseite hier an. Ihr seht, ähnliche Höhe, sage ich jetzt mal. Aber ein bisschen anders der Aufbau quasi. So, die andere Seite nochmal miteinander vergleichen. Übrigens, beide Uhren sind nicht meine, die sind nur geliehen. Von dem her kann ich darüber sagen, was ich möchte. Man merkt bei der Rolex natürlich sofort die gute Verarbeitung. Das ist natürlich klar. Wenn ihr da die Schließe und alles anfasst, ist einfach alles sehr, 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 sehr hochwertig. Das ist natürlich klar. Hier wirkt das Ganze auch gut verarbeitet, aber natürlich alles ein bisschen dünner. Ich hätte mir hier ein bisschen gewünscht, dass die Glieder ein bisschen massiver gewesen wären. Auch die Schließe finde ich nicht ganz so butterweich, wie sie überall in den Videos beschrieben wird. Ich finde sie leicht hakelig. Das kann natürlich sein, weil die Uhr hier ziemlich neu ist und noch nie getragen wurde, dass sich das Ganze noch ein bisschen eindrückt. Da ist, glaube ich, auch noch ein bisschen Folie mit drauf. Wenn ihr die mit abzieht, könnte es sein, dass die ein bisschen besser flutscht. Aber wie gesagt, ja, könnte man ein bisschen besser verarbeiten, meiner Meinung nach. Wie gesagt, vor allem die Glieder hier, die hätte ich mir ein paar Mikromillimeter einfach dicker gewünscht irgendwie. Die sind natürlich super flexibel und auch so angenehm auf der Haut zu tragen, weil die sich schön hier runterbiegen. Thema Allergie ist natürlich, bei dieser Uhr hier habt ihr gar nichts und bei der hier merke ich so ab und zu mal ein leichtes Jucken, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, gegen was ich allergisch bin, aber das könnte vielleicht für euch auch ein Thema sein. Wie gesagt, ich möchte diese Uhr nicht schlecht reden. Die ist für den Preis einfach mega, sage ich jetzt mal. Ihr habt hier nochmal ein Datum, was ihr hier natürlich bei der Oyster Perpetual nicht habt, sozusagen. Das Band könnt ihr euch nochmal anschauen. Wie gesagt, das hier ist ein bisschen dicker bei der Rolex und das hier ein bisschen dünner. Aber dafür habt ihr natürlich hier dieses ineinanderlaufende System, quasi das Design von Gerald Genter, was damals erfunden wurde in den 60ern, 70ern. Und das wird hier natürlich konsequent weitergeführt. Die Schließe seht ihr hier schon. Die ist hier so zum Öffnen, dass sie hier drunter geht quasi und das Ganze aufschiebt. Und hier ist es natürlich integriert quasi und in einem Stück sozusagen. Ich kann euch noch mal ein paar Maße liefern. Gewichtsmäßig kann ich euch sagen, ist es ungefähr gleich. Sind die beide knapp unter 140 Gramm. So, beide sind angegeben mit 41 mm. Die hier hat 41 mm und die hier hat 40 mm auf den Angaben. Und die hier ist aber, wenn man es nachmisst, ganz knapp unter diesen 41 mm. So, das Band wiederum fängt hier oben an mit 26,37 und verjüngt sich dann auf komplette 18 mm. So, ich vom Wert her ganz okay. Bei der hier finde ich das Band fast einen Ticken zu schmal, sage ich jetzt mal. Ich werde euch das Ganze gleich noch mal ein bisschen am Arm zeigen. So, fängt hier oben an mit 20,58 und geht runter kurz vor der Schließe auf 15,4. Finde ich einen Tick schmal, aber klar, die Uhr ist natürlich sehr elegant, sehr schmal aufgebaut. Da könnt ihr natürlich nicht so ein großes Band, aber auch hier hätten wir 1-2 mm vielleicht einfach gefällt. Ein Millimeter einfach mehr unten fände ich jetzt einfach persönlich ein bisschen besser. So, wir ziehen das Ganze hier mal kurz an. Ich habe einen Umfang von
17,5 bis 17 bis 18, würde ich jetzt mal sagen, im Sommer. So, und das könnt ihr euch jetzt mal anschauen, wie das Ganze hier wirkt. So, das ist einmal die Rolex. Und das ist jetzt die Tissot. Wie gesagt, auch die Druckpunkte sind nicht ganz so knackig bei meiner Version hier vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich natürlich jetzt eine erwischt habe, die ein bisschen klobiger ist. Aber wie gesagt, ich denke mal, auch durch das Tragen würde sich das Ganze auch ein bisschen weicher machen. Hier seht ihr jetzt nochmal die Version. Also am Arm, ja, man würde jetzt nicht sagen zum Verwechseln ähnlich, aber ein ähnlicher Aufbau halt eben. Einfach mit diesem Silber, mit diesem schwarzen Ziffernblatt und mit diesem Metall. Aber natürlich vom Armband her etwas ganz anderes. So, wie seht ihr das Ganze? Würdet ihr so eine Tissot holen? Ist es eine Alternative für euch? Oder sagt ihr, nee, ich möchte dann, wenn schon, nur die Oyster Perpetual? Oder habt ihr vielleicht eine ganz andere Idee, was da als gute Alternative taugen würde? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Habt ihr noch eine Frage dazu, irgendwie zu irgendeiner von den beiden Uhren? Schreibt auch das gerne in die Kommentare und ich versuche da natürlich drauf zu antworten, so gut wie ich kann. Bin natürlich kein Experte, ist einfach nur meine persönliche Meinung jetzt hier gerade. Und ja, ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video, liebe Freunde. Haut mal auf den Like-Button. Bis zum nächsten Mal, euer Digitalfuchs.